Was ist Freiheit für dich? Ist es etwas Seelisches oder auch körperlich? Ist es für dich, wenn du auf Reisen bist, du alle deine Sorgen für einen Moment vergisst? Der Moment am Morgen, wenn du einfach Ruhe hast und endlich einen klaren Gedanken fasst? Oder heißt es für dich, von Krankheit fern zu bleiben, zumindest nicht zu leiden? Oder auch in einem freien Land zu leben und über das Recht zu reden? Freiheit. Die Spanne für Interpretation ist weit. Was meint Jesus, wenn er darüber spricht? Er meint den Weg von der Dunkelheit ins Licht, frei zu sein von Schuld und schlechten Taten, durch seinen Tod, durch seine Narben. Doch diese Freiheit ist nicht, wie man denkt, auf Vergebung von Sünden beschränkt, denn die Vergebung mündet im Kindsein, in Gottes Gegenwart hinein, ihn auf seinem Thron sehen und in seiner Liebe gehen. Doch wie wird das alles Wirklichkeit? Wie bekommt man darin Sicherheit? Du glaubst an Jesu Namen und beginnst mit ihm zu gehen, auch ohne sofort alles zu verstehen. All deine Schuld fällt von dir ab. Du merkst, er ist alles, was ich hab. Denn was habe ich, wenn er es mir nicht gibt? Du siehst, wie sich dein ganzes Bild verschiebt, weil er sagt, folge mir. Gib mir deine Sorgen und Ängste und meinen Frieden gebe ich dir. Auch um Nahrung und Kleidung sorg dich nicht. Versuche dich zu sehen aus meiner Sicht. Du bist mein Kind. Ich bin es, der über dich singt. Du siehst, dass du zu ihm gehörst und dich nicht an Meinung anderer störst. Du wirst frei von anderen Leuten, die bei dir aufs Schlechte deuten. Denn es gilt, was der König sagt. Er ist es auch, der es sogar wagt, zu sagen, wer dir Schlechtes tut, tut es mir. Das heißt, wir sind noch hier, in dieser Welt. Doch er ist der, der sein Wort hält. Wenn uns Ungerechtigkeit begegnet, ist er es, der uns die Wege ebnet. Wenn wir krank werden, trägt er unsere Beschwerden. Freiheit in Jesus ist so facettenreich wie sein gesamtes Königreich. Doch wenn du verstehst, wovon er spricht, wirst du frei in jeder Hinsicht. Die Welt zeigt und sagt dir viel. Freiheit ist ebenso ihr Ziel. Sie hält dir Verlockendes vor Augen. Es wird dir aber nur die Freiheit rauben. Allein Jesus ist der, der sich die Wahrheit nennt. Und frei wird jeder, der sie kennt. Vertraue ihm und kämpfe deine Kämpfe auf den Knien. Er wird immer bei dir sein und sagt zu dir, du bist mein Edelstein. Verstehe, wer du in mir bist. Sieh zu, dass du es nie vergisst, denn zu Freiheit hab ich dich befreit.